Beziehungsweise fast nie. Noch das, außer es gibt Items dafür. Aber es gibt Sir Uwu, das sieht so cute aus. Ah, Sir Uwu. So. Achso, Red hat sie auch noch nicht. So wissen. So. Du willst das Item holen. Meistersiege! Jetzt wow! Jetzt können wir Thomas und Paladin machen! Das machen wir aber, wenn dann wir den Teleport-Point gefunden haben. Ja klar, haben. Kurz vom Boss. Mhm. Da muss ich hin. Was beeinflusst die Schalter da ganz links? Das dürfte das Teil da hinten sein, oder nicht? Mhm, genau. Und das Teil da hinten wird von, wie ich gesagt, von anderen Schaltern auf der anderen Seite beeinflusst. Gut. So, mal außen rumlaufen. Ernsthaft? Oh nein, jetzt... Ripp dein Geld! Ja, Ripp Geld trifft's gut. Ich glaube aber, ich komme von hier aus, dadurch, dass ich die Wand kaputt gemacht habe, auch an den Schalter ran. Das kann... Ja, Gott. Das... Diese Lessons Pedals. Die klauen mir noch mein ganzes Geld. Die sind genauso schlimm wie der Confused-Status in Persona 5. Ehrlich, der Confused-Status in Persona 5 ist so schrecklich. Er ist einfach nur nervig. Du kannst nicht beeinflussen, was du dadurch bekommst. Gut, das Despair natürlich besser, aber hey, mit was bekommst du schon Despair auf Gegner drauf? Gefühlt eigentlich mit nichts. Weil unter anderem, weil das Spiel weiß, dass dieser Status viel zu OP ist. Aber es ist irgendwie auch gut so. Ich meine, stell dir mal vor, alles könnte Despair auf dich machen. Du könntest auf jeden Despair machen. Ja gut, ich denke mal, Bosse machen sie, die da sperren die Status für einen, dass man keine machen kann auf denen. Das ist wahr. In der Theorie kann man sich in Persona 5 ja durchcheesen, indem man einfach andauernd Instant-Death-Sachen benutzt. Sind ich dann ob die auch gesperrt sind für die Bosse, weil in Persona 3 alle Bosse hatten dann eine Immunität gegen Licht und Dunkelheit. Haben sie auch in Persona 5. Okay. Resist Ice wäre ziemlich gut, weil momentan hat er ja eine Eisschwäche drauf. Vielleicht Skill oder Death Boost oder Resistance Boost, die ganzen Boost-Dinger können, glaube ich, weg. Ich glaube, Resistance Boost ist nicht so praktisch. Warte kurz. Was ist dein Statuswert eigentlich? Das der hat dann gar einen Rompal-Flashwechsel, Felix. Ja, Resistance ist nicht so gut wie Death. Deswegen kann ich Resistance runter machen. Den Death Boost lasse ich drauf. Mhm. So. Es ist aber sehr praktisch, dass man sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Schwächen wegmachen kann. Low Expertise. Ja, so brauchst du nicht. Bandnudeln mit Lachs? Wo kommt auf einmal der Lachs her? Ja. Hey, sie lernt bald Mediarama, da kannst du auf einmal alles heilen. Und ja, ich komme an den Schalter ran. Zu der 2 möchte ich. Es ist der richtige Schalter. Okay. Die Sache ist nur, komm ich hier irgendwie wieder weg. Ja. Also ich glaube, mit diesem Schalter werde ich im Endeffekt da hinten hinkommen. Das Problem ist bloß, ich komme nicht weg. Du musst den anderen wieder umschalten. Den da? In der Mitte? Ja. Können wir überhaupt an den rankommen, ist die bessere Frage. Das dürfte der auf der anderen Seite sein, oder? Ja, das dürfte der auf der anderen Seite sein. Dann müssen wir das hier freischalten, dann können wir das durchmachen. Jetzt gieß ihn nah. Wer ist na... Ach du. Bleib da hinten. Ich gehe nicht dir hinterher. Die Truhe würde ich übrigens auch noch gerne rangehen. Der Schall. Und da hoch würde ich auch gerne mal hingehen. Ja. Nein, da oben ist immer noch alles versperrt. Ich möchte irgendwas, was da oben nicht alles versperrt. Genau so. Ah.
So, jetzt haben wir da oben den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Bitte machen Sie den Weg frei. Bitte ist da kein neues Feld aufgetaucht. Bitte ist da neu kein Feld. Dankeschön. Braucht den Schalter. Ach ja, diese Panels. Ja, sie sind so nett und schön. Yay. Huh. Den hätte ich sehen können. You'll never see it coming. Also ich hätte ihn sehen können, aber... Halt, ich hab doch Arrow Rain. Arrow Rain! Oh. Hallo. One-sided love. Die einseitige Liebe, die von Ellie niemals erwidert wird. Im Highschool-Drama. Ach Gott, dieses Highschool-Drama. Ja, auch schon, ich glaube, wir haben doch schon ihre zweite Frage geschaltet, oder? Nein, haben wir nicht. Doch nicht? Okay. Hm? Die ihre zweite Zeigungstour. Ich habe soeben den Stream-Ankündigungs-Channel auf dem Server gefunden. Hat zum Glück gar nicht lange gedauert. Warte, du hast ihn erst jetzt gefunden? Hast du ihn jetzt erst gefunden, Jethis? Ach ja, Jethis muss auch markiert werden, wenn du das Stream-Benachrichtigung haben möchtest, wenn das Stream losgeht. Was kann der Kacke machen, Mann? Passiert. Wenn uns jetzt erst ein Jethis, der schon seit ein paar Tagen hier ist. Passiert. Was ist okay? Mina? Aber ja, im Prinzip vergesse ich das immer zu sagen. Ich muss eigentlich jede Person dafür einzeln immer anschreiben, sonst macht's keinen Sinn zu Bow Split. Damit hast du jetzt auch ein paar gute Session Skills endlich mal. Und der Firewind. Tschüss sagt ja auch selbst Bescheid. Ja, aber leider auch nicht so zuverlässig, wie sie es manchmal sollten. Nicht so pünktlich. Es geht mir jedenfalls immer so, dass Twitch manchmal so erst sagt, dass jemand live ist, wenn es schon viel zu spät ist, gefühlt. Jetzt kann ich die Axt nicht mehr anschauen. Okay. Den Schalter umdrehen. Das bringt mir... Warte mal. Das hat mir, glaube ich, nichts gebracht, oder? Da oben war irgendwas in die... Nee, doch. Nee, da kannst du durch. Wenn du ganz außen rumläufst. Nö. Kack. Nee, ich komm da nicht. Doch, ich komm da durch, aber nur durch die Session Panels. Twitch hat mir mal einen Stream angekündigt, der fast vorbei war, ja? Mir auch ja, mal. Mhm. Ups. Da oben war ich schon. Da könnte ich die Theorie jetzt auch hin. Mhm. War da noch wo ist eine Truhe so? Ja, es gab noch eine Truhe da oben. Okay. Komme ich von da aus hier hin? Ich glaube. Nein, leider nicht. Ich hoffe, komme ich vielleicht von der anderen Seite noch aus hin? Ich weiß auf jeden Fall, dass hier gleich irgendwo so eine Welt auf mich wartet. Ja, genau. Hi! Ja, danke für Statusveränderungen. Ich sehe, dass Sushi einen Sub verschenkt hat. Ja, Sushi hat einen Sub verschenkt. Ein Sub an nochmal vielen Dank, Sushi. Nochmal vielen Dank, Sushi. Genau, nochmal danke. Hi. Okay, danke. Ich wollte mich sowieso noch mal heilen. Irgendwie muss ich das umstellen, sobald ich einen Teleporter habe, dass ich da irgendwie hinkomme. Aber ja, das ist dein Ernst, es ist nicht das richtige Feld. Ich muss auf die andere Seite. Willst du nicht erstmal den Teleporter aktivieren? Das mache ich doch gerade. Achso, ich dachte, du kommst auf der anderen Seite hin. Das so. Weg damit und Barry, was möchtest du mir sagen? Ich warte lieber auf die neuen Abo-Abzeichen. Ja, Klingel. Du weißt ja, wann sie dann auch da sind. Ich habe mal Mario zu viele Nachrichten gesendet. Und jetzt ignoriert sie mich. Onkel Barry. Onkel Barry. Spam mich doch nicht zu. Du, ich muss dir doch ständig mein Ladekabel ausleihen. Da hat mein Handy keinen Akku mehr. Komm schon mal an die Truhe ran. Geh weg. So, dann fehlt noch eine einzige Truhe. Zack. Hier haben wir... Oh, das ist schön. Jetzt würde ich noch irgendwie gerne da rankommen. Mal sehen, ob das Teleporten eventuell die Schalter resettet. Wenn ja, schlecht. Wenn nein, okay.
So. Das. Hat die Schalter, glaube ich, nicht resettet. Wow. Nee. Dann können wir die noch wo ist die Truhe, die wir hin müssen? Genau. Da hinten, oder? Die ist da ganz hinten. Mhm. Also muss ich das irgendwie umändern? Nein, es ist immer noch zu. Hä? Wie komme ich da hin? Ah, ich habe eine Idee. Ich muss auf jeden Fall das so drücken. Genau, ich muss es so drücken, dass das Feld da ganz oben bei der Truhe frei ist. Das ist genau diese Einstellung. Mhm. Und dann muss ich mich schon mal wieder porten, weil ich sonst nicht mehr hier wegkomme. Ich dachte kurz, da steht ein NPC. Ich weiß, ich wollte nur kurz gucken, ob hier wirklich gerade eine Sperre drin. Ja, ist es. Ich dachte gerade irgendwie, wirklich denke ich, der wäre ein NPC. Weil er einfach so in der Ecke rumstand. So. Ich hoffe, es hat jetzt wirklich nicht umgeändert. Wir werden es ja gleich nochmal jetzt hier sehen. Andere Richtung? Ja, ich sehe nicht viel. Außer, dass es hier zu ist. Hi. Ja, nimm mal wieder mein Geld weg. Dankeschön. Ah, diese haben sie großen Schuppen-Hunde geklaut. Zum Glück. Sie hat mir schon genügend Geld geklaut. Steht sie eventuell schon... Na, steht noch nicht ganz richtig. Ich muss das in der Mitte noch umändern. Dafür muss ich... Geht er weg. Wie viele Lessons Pendel sind hier denn noch? Sehr viele. Oh. Sehr viele. Ich finde es übrigens schön, wie es einmal einfach meine HP fast komplett reduziert hat und jetzt so ein bisschen. Okay. Was läuft durch die Schalter hier auf der Seite? Versuch's mal mit dem Schalter, der auf der Seite ist. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige ist, aber ich kann mal gucken. Der beeinflusst aber nicht die Mitte. Ich muss ja irgendwas haben, was die Mitte beeinflusst. Das ist der Schalter, den ich haben will. Ja, aber du musst auf die andere Seite kommen. Warte mal, ich sollte da eigentlich gerade alle hinkommen, an die Mitte, oder nicht? Eventuell. Hä? Das war aber gerade nicht Crom, der gesprochen hat. Ich hab's gerade nicht gehört. Ich komme gerade gar nicht an die Mitte ran. Weil ich meine, du musst auf die andere Seite, auf die Seite hier, irgendwo was umschalten. Du jetzt hier? Ja, da auf den Seiten, genau, wo jetzt die roten Felder sind. Aber das fällt. Das ist schon mal gut. Komme ich damit dahin, wo ich hin will? Ja, oder? Nein, nicht hier lang, andersrum. Gott. Manchmal, sehr manchmal spricht Itzki. Genau, das war gerade, glaube ich, Itzki, der gesprochen hat und nicht das Crom-Radar. Hey, wir sind wieder alle vergiftet. Gott. Halt so rum. Wie viele Lesson Panels sind hier? Sehr viele. Noch, guck mal, jetzt dazu mir noch mehr Geld. Das arme Geld. Wo muss ich überhaupt hin? Da lang? Ja, jetzt hatte ich da lang gedacht. Mhm. Und jetzt ganz oben das Feld frei machen irgendwie. Das Feld oben ist frei, ich muss jetzt nur auf die andere Seite. Ich weiß auch, wie ich hinkomme. Nö, der Dungeon ist absolut nicht da, um den Spieler zu ärgern. Dieser Abschnitt. Der erste Abschnitt geht ja mit den ganzen Räumen, wo man sagt, die. Sag mal, an den TV-Bildschirm sehen kann, wo man hin muss, aber der Teil hier ist so. Ist nicht ganz richtig.
Nee, es ist nicht ganz richtig. Das in der Mitte ist immer noch nicht richtig. Barrier Stitch wieder. Er muss online nach einer Suche. Ist seine Empfindlichkeit gerade so hoch, dass ich mich andauernd doppelt höre? Mirai, teleporten, resettet es doch. Ich glaube, es hat doch resettet doch, ja, meine ich doch. Ja, da komme ich hier gar nicht mehr weg. Ich will doch nur, dass der Weg da oben frei ist. Der ist aber nur auf einem Setting frei, nämlich auf dem hier. Ich will erstmal die anderen Wege drumherum frei machen. Anstatt mich auf dieses Feld zu konzentrieren. Das Problem ist bloß, ich komme auch nicht mehr hier ans Herz zurück, wenn ich die anderen Wege wegmache. Ja. Hä, doch. Das Feld ist jetzt vorne frei. Das ist es ja gerade, Mai. Ich meine ja auch gerade, Mirai hat ihre Empfindlichkeit gerade so hoch, dass ich mich andauernd doppelt höre. Und jetzt geht es, weil... Jetzt geht es, oder? Ja, jetzt geht es. Mhm. Hast du die Empfindlichkeit etwas runtergeschraubt? Ja, ein bisschen. Und dann wird ihr gehämmert. Hör mal, wer da hämmert. So, aber hi, Mai. Ich hab fast gedacht, dass man mich immer noch doppelt hört, weil ich mich auch die ganze Zeit doppelt höre. So. Egal, es kommt da am Mikrofon entweder so, weil ich so hoch war und dann gleichzeitig sage ich mal das aus meinem Headset raus, was ich quasi erst in meinem Headset höre, das auch aufgenommen wird, weil es halt so nah beieinander liegt. Ja, die Empfindlichkeit war sehr hoch. Itaze? Ich frag mich, warum hier auf einmal mein Yeti zu schreiben. Keine Ahnung. Komisch. So. Tiki! Vielleicht, weil die Leute, das klingt so niedlicher, aber das hat kürzer, als wenn Yetis sagt, aber Yetis ist Yetis. Es ist ein Buchstabe weniger, oder nicht? Ja. Es ist zu einem schon ein Unterschied. Media plus 1. Hallo Yetis 2. Du warst ja mit Umräumen beschäftigt, Lena. Keine Sorge. Nur rumgehört. Du hast nur die blöden Panels hier verpasst. Ich hasse diese Panels. Wo ist jetzt eigentlich der Gang, wo ich hin will? Das ist der hier, oder? Welchen willst du? Ja, da. Schalter, bitte bring mich nach ganz oben. Nicht so. Updated Play Record, Puzzle Time. Das ist perfekt. Nein, du hast nichts Wichtiges verpasst, sondern du meinst, dass Mirais Miss Giorno Stimme wichtig ist. Ist das meine Lesson Panel Stimme? Hi, Dima! Jetzt hat man dich gerade doppelt gehört, was zum Teufel. Das ist die falsche Treppe? Wirklich? Kurz, das war echt gerade komisch. Ich sollte nicht zu laut reden, sonst hört man mich doppelt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich sollte nicht zu laut reden. Nein. Ja. Ich glaube, jetzt dürfte es endlich frei sein. Hallo Ridley. Und hallo Ridley. Oder ich schalte einfach Mirai leiser, damit man sie nicht immer doppelt hört. Das war mein nächster Vorschlag. Einfach mich leiser stellen. Und jetzt? Ich will ja schon etwas leiser, aber angenehmer. Ich hab dich mal 2 Dezibel, 3 Dezibel runtergeschraubt.
Oh mein Gott, ich will endlich diese Kaktruhe hinbekommen. Ich hoffe, da ist noch ein Meistersiegel drin. Okay, nein, Bar of Light. Okay. Und erstmal jetzt in den Blumenpalace gehen. Warte mal, wieso denn Blue Palace müssen? Du kannst dich da eh, du hast eh den Portpunkt frei zu ihm und. Kannst du da nicht irgendwas Neues an Fusionen machen oder so? Nö, eigentlich nur das Meistersiegel. Ach ja, genau, dann machen wir einmal Thoma zum Paladin. Paladin! Eigentlich eine meiner Lieblingsklassen. Und dann die Kostüme wechseln. Paladin sind eigentlich eine meiner Lieblingsklassen. So. Hallo Tiki. Klasse Change. Kain wird damit zum Paladin. Was farblich zwar nicht mehr so sehr passt, aber trotzdem. Mhm. Sieht auch extrem cool aus. Mhm. Was? Lena, ich kann nicht abstreiten, dass das ein vernünftiges WLAN. Das ist möglich. Lena hat gutes WLAN. Ich wusste echt, dass das möglich ist. Ein Paladin wurde geboren. Und bekommt neues Skill. Damit bekommt er die Special Performance Wild Ecstasy. Mit Kain zum Eihorn. Hey, vielleicht können wir jetzt neue Waffen machen. Sogar Longinus. Zack. Klopf, klopf. Ja, bei Mirai klopft es gerade die ganze Zeit. Es wird gehämmert gerade. Natürlich, ah, wenn ich streame. Danke dafür, Papa. Ui. Also so gutes, wie ich hier haben kann, aus egal, ob ich nicht mehr eh schlagen. Ja. Ja, hör mal wieder, hämmert. Haha. Hab ich gar nicht oft genug heute gehört. Alles nur wegen dieser einen Serie. Ich hab die vor allem nie gesehen. Mein WLAN ist besser, als wenn ich LAN hab. Was hast du bitte schon für ein WLAN? Ich bin halt der Hammer, danke dafür, Dark. So, Longinus. Nein, du sollst Longinus nicht ausrüsten. Wäre irgendwie cool gewesen, wenn sie mit dem Class Change auch eine neue Carnage-Form bekommen hätten. Haben sie ja mit neuer Carnage-Form. Nein. Oder was meinst du, neue Carnage? Achso, die meinst du die Hauptcharaktere, ja. Ja, natürlich, nee, ich meinte die Hauptcharaktere. Ich hab's verwechselt, ich dachte, die Palette noch hier aussehen, also nee. Irgendwie schon cool, Mirage, oder? Mirage, ja, aber die Charaktere nicht. Bestimmt. Hätte irgendwie gepasst, oder? Mhm. So. Ihr habt eure Outfits, ihr habt alle noch alles bereit. Mhm. Heilung. Warte kurz. Mamori. Itzi, ich möchte deinen Ratschlag gerne haben. Ich warte bei Tama. Du bist Hammer, wie du dich bewegst im Outfit. Hammer. Okay. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Bestimmt. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Bäckerei Hammer. Deswegen habe ich mal den Joke gemacht, wegen du arbeitest bei Hammer, anstatt du bist Hammer. Arbeitest du bei Hammer? Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass die Eier, die als Geisel genommen wurde, ein Mirage war. Wir kennen Bayers Lied. Die Eier ist hier aus einem sehr mysteriösen Ort. Hm. Sidequest. Noch mehr Sidequest. Also, Lotus Asitski. Hoppla, das ist die falsche Taste. Da muss ich hin. Und alle schreiben jetzt, oh boy, jetzt schreiben alle an, Itzki, komm her, Itzki! Komm her!
Das ist genauso wie in Persona 5, die fahren wieder, geh wählen Paris, oder Calling Card, Calling Card, oder... Das ist die falsche Taste gewesen. Aber ja, Calling Card, Calling Card. Schick mir die Wem Calling Card ab. Reinpacken? Was denkst du, was vermutlich kommen für eine Klasse? Ich habe keine Ahnung, deswegen gebe ich einfach die beiden für den Anfang mal rein. Okay. Und guck und wechsle je nachdem aus, je nachdem was kommt. Es kann entweder gut gehen oder schlecht gehen, habe ich ja schon beim letzten Boss gesehen. Get over here! Oh Gott, das wird wieder doppelt gehört. It's Ki, Baby Rage. So. Ich weiß nicht, ob man direkt in den Bosskampf reingekommen. Das wird wahrscheinlich Itzki gleich sagen, oder? Bestimmt. Die bekannte Präsenz. Das sagt er immer. Das ist auch nett, dass er das immer sagt. Oh nein. Oh doch. Hier ist er. Direktor, Sie müssen zu Ihrem Sinn wiederkommen. Meine Sinne? Denkt ihr einfach, ich bin verrückt? Ich bin ein Künstler. Verrückt sein ist normal sein für mich. Ich kann keine Kunst kreieren, ohne verrückt zu sein. Das sieht man an der Frisur. Zeit, wieder schon weiterzumachen. Oribe! Tja. Wir dachten, scheint so, als müssten wir die Szene beenden, sodass er zufrieden ist. Was ist das für Kingdom Hearts? Irgendwie schon komisch. Seitdem ich Kingdom Hearts kenne, erinnert mich jedes Glasfenster, was ich sehe, an Kingdom Hearts. Weißt du, Oribe, ich bin überrascht oder beeindruckt. Du warst Müll. Ein kompletter Amateur. Aber du hast es soweit geschafft. Die Ganke, wie nett. Du bist Müll, aber du hast es trotzdem geschafft. Du bist Trash. Für all deine harte Arbeit gebe ich dir das perfekte Ende. Hör zu, ich erkläre es nur einmal. Wow. Das ist so richtig klischeehaft. Ernsthaft. Mao fängt endlich den wahren Verbrecher. Jedoch ist das Mastermind ihr Lover. Mao ist zerrissen. Zwei Liebende, jetzt Gegner. Detektiv und Krimineller. Sie brechen in Tränen aus und teilen einen letzten Kuss. Das mag zwar ein Klimax sein, aber es klingt so erzwungen. Und das ist ein verdammtes Klimax! Maximum Emotionsexplosion! Ach ja, stimmt, wir müssen kurz spielen. Itzki muss einen Verbrecher spielen? Das ist richtig! Ein Kuss! Die Lippen! Ein Versiegeln der Lippen! Ein Austausch von reiner Leidenschaft! Warte mal, ist der wahre Culprit nicht eigentlich... um mal zu sehen, wer den kriminellen Lover spielt. Schauen wir mal. Das war klar! Hier ist unser leitender Mann! Was? Mann, ich bin nicht dich! Ich? Was zum Teufel ist falsch mit euch? Was könnt ihr doch nicht mal eine Kussszene machen? Und ihr nennt euch Künstler? Ach, ich wusste, dass du die richtige für den Teil bist. Professioneller Künstler kann jegliche Romance-Szene erschaffen. Ohne Probleme.
dann hast du wahrscheinlich noch nie Action-Schauspieler gesehen. Es ist ja ein Drama. Serie. Drama heißt immer, oh mein Gott, Romanze, nur um die Romanze